Vorsicht, er ist verrückt. Ach, willkommen vor den... Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von Infrakta. Und ich bin jetzt doch nochmal in Harry Potter und der Orden des Phönix. Irgendwie... Ich habe jetzt zwischendrin mal was anderes gezockt. Ich habe jetzt doch irgendwie noch ein bisschen Lust, mich noch ein bisschen umzugucken. Schade tut's ja nicht. Also schauen wir uns mal ein bisschen um. Interessant ist, aber ich habe dabei noch was festgestellt. Ist wahrscheinlich auch so ein Ergebnis der Portierung von Konsole auf PC. Man kann nicht wirklich... Also man speichert zwar, aber man speichert nicht wirklich den Punkt, wo man gerade ist, sondern man speichert quasi das Kapitel oder Abschnitt. Also wenn ich, wie ich jetzt gerade diesen Speicherstand geladen habe, bin ich nicht da rausgekommen, wo ich vorhin mit euch quasi gespeichert habe, also beendet habe, sondern ich bin wieder oben gestartet nach dem Unterricht von der Umbridge, wo sie vor der Tür stehen und er beschwert sich, warum sich darüber aufregt und darüber, dass der Lehrer, dass die Lehrerin ihn als Lügner bezichtigt hätte. Ja, also man kommt quasi, man muss quasi diese Abschnitte dann nochmal spielen, je nachdem, wo man sich in diesem Abschnitt befindet. Ja, wenn man Glück hat, man befindet sich am Anfang vom Abschnitt, ist es nicht so schlimm, aber wenn man am Ende vom Abschnitt schon ist, kann es wahrscheinlich schon ein bisschen lästig sein. Naja gut, dann laufen wir mal dahin. Hallo. Also, wir laufen jetzt zu Fred und George Weasley. Ich wünschte, ich hätte Wahrsagegerät und nicht einen Mantel. Hi. Hallo. Na los, suchen wir Fred und George. Wenn du Zauberkunst üben möchtest, kannst du dich stets an Professor Flitwick wenden. Wir können später zu ihm. Sie sind sicher draußen. Ich habe noch nie Butterbier getrunken. Ich wollte, aber ich habe die Flasche verloren. Wie schmeckt das denn? Kannst du welches besorgen? Nein, aber da muss jemand anderes fragen. Da sind sie. Wenn sie wie Piepschen mit Sachen um sich wirft? Also die Steuerung ist wirklich hakelig und die Kameraführung ist echt schräg, wie die Kamera danach folgt, beziehungsweise es eben manchmal nicht tut. Hallo, Vertrauensschüler. Schau dir nach, ob wir keinen Unfug machen. Was möchtest du uns fragen? Es geht um Umbridge. Sie weigert sich in Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauber mit uns zu üben. Wissen wir. Und wir sollen euch helfen? Was meinst du, George? Bei diesem armseligen Haufen fangen wir lieber ganz von vorne an. Zauberstäbe raus! Der beste Gegner ist ein Gegner ohne Zauberstab. Zeigen wir es ihm, George? Aber gerne, Fred. Seht genau her. Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Übung macht den Meister. Der richtige Schwung und Malfoy kehrt um. Ich zeig's dir nochmal. Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Du schaffst das schon. Versuch's weiter! Expelliarmus! Jetzt bring's den beiden bei. Bald bist du Meister im Duellieren. Konzentration, Harry! Ich zeig's dir nochmal.
Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Mach's mir einfach nach. Alles eine Sache der Übung. Probier's weiter. Ich zeig's dir nochmal. Oh Mann, die Steuerung ist so kacke. Das lässt sich gar nicht anders ausdrücken. Das ist halt einfach nicht, das ist nicht für Maus gemacht. Ich habe hier bald einen Tennisarm, weil ich hier als mit einer Maus rumzocke, die rechte Maustaste drücke. Ich habe den Eindruck, wie das Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Konzentration, Harry. Expelliarmus! Klasse! Mach's mir einfach nach. Du hast den Bogen auf. Übung macht den Meister. Versuch's weiter. Ich zeig's dir noch. Nein, ich will's nicht nochmal. Ich will's nicht nochmal. Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Bald bist du Meister im Duellieren. Der richtige Schwung und Malfoy kehrt um. Expelliarmus! Klasse! Jetzt bring's den beiden bei. Du hast den Bogen raus! Expelliarmus! Gut gemacht! Sogar Ron hat beinahe den Dreh raus! Klappe! Expelliarmus habt ihr also drauf! Aber wenn ihr wollt, dass einem Slytherin das Grinsen vergeht, gibt es nichts Besseres als Stupor! Fred macht's euch vor! Stupor! Nicht übel! Jetzt du, Harry! Stell dir einfach vor, ich wäre Malfoy! Übung macht den Meister. Der richtige Schwung und Malfoy kehrt um. Na los, Harry, mach's mir nach. Expelliarmus habt ihr also drauf. Aber wenn ihr wollt, dass einem Slytherin das Grinsen vergeht, gibt es nichts Besseres als Stupor. Fred macht's euch vor. Stupor! Nicht übel. Jetzt du, Harry. Stell dir einfach vor, ich wäre Malfoy. Stupor! Du hast den Bogen raus. Jetzt bringst du ihn beiden bei. Stupor! Nicht schlecht. Gar nicht so übel. Tschüss dann. Wir haben noch viel zu tun. Leute treffen, Geschäfte machen. Du solltest die Zauber bei Gelegenheit üben. Aber womit sollen wir denn üben? Mit jedem Slytherin, den ihr seht. Bis später. Harry, sag mal, musst du nicht zum Nachsitzen? Wir warten vor Umbridges Büro auf dich. Okay, bis später. Suchst du Ärger, Potter? Hey! Nimm das! Ich werde gewinnen! Expelliarmus! Hör auf!
Abend, Mr. Potter. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Ja, weil ich die Wahrheit sagte. Ich entscheide, was die Wahrheit ist. Ich soll keine Lügen erzählen. Was ist mit deiner Hand? Umbridge hat sich doch nur schreiben lassen. Reden wir mit Hermine. Sie weiß sicher, was für deine Hand. Hermine, sieh nur, was Umbridge Harry angetan hat. Diese Frau ist wirklich ein Monster. Du musst Dumbledore davon erzählen. Nein, das gönne ich Umbridge nicht. Nun, eine Essenz aus eingelegten und filtrierten Mordlab-Tentakeln würde helfen. Aber ich muss nachlesen, wie man sie herstellt. Lass mich raten. Wir müssen zur Bibliothek? Ich weiß, dass du allergisch gegen Bücher bist, Ron. Hey, du da unten! Also ich muss ja sagen, das Ganze gerade mit Stupor und Expelliarmus, das ernüchtert einen schon ziemlich, weil das ist ein fürchterliches Rumgezappel. Es ist ein bisschen leichter, wenn man die Maus mehr oder weniger ignoriert und mit den Pfeiltasten arbeitet. Aber selbst dann ist es relativ oft Glückssache, dass man überhaupt irgendwas trifft und das den richtigen Zauber auslöst. Also das ist echt, naja, hakelig. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Unheil angerichtet. Wingardium Leviosa! Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Porträts einen Gang. Lindert, oder? In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Bibliothek. Slytherin. Geh und spiel mit den Schlammblüten. Man sieht sich. Gehen wir zur Bibliothek. Ex-
Expelliarmus! Stupor! Naja, also wirklich üben kann man mit den Slytherins aber nicht. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Alles okay, Harry? Oh! Hi, Harry. Alles klar. Willst du dir meine Bildkartensammlung ansehen? Das wäre witzig. Könnte mir bitte jemand seine Eule borgen? Wenn du mit mir wahrsagen könntest, helfe ich dir. Hey! Doch, dass jemand deine Schmerzen lindert. Das Buch müsste hier irgendwo sein. Da ist es, dort oben. Das brauchen wir. Wie kommen wir darauf? McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Depulso! Jemand ein Netz? Madame Pim.
Halt still, sonst hole ich Madame Pince. Mein lieber Schwan, wenn das nicht Harry Potter ist, ich habe alles über dich gelesen. Stehst ja ständig in der Zeitung. Ja. Aber das meiste ist nicht wahr. Nicht wahr? In den Zeitungen steht es schwarz auf weiß. Allerdings habe ich auch schon lange keine Zeitung mehr gesehen. Ja. Kann ich die Abkürzung hinter Ihrem Porträt benutzen? Oh, nein, nein, die ist nur für Bedienstete. Naja, vielleicht könnte ich ja mal eine Ausnahme machen. Verrate mir die Schlagzeile des Tagespropheten und ich lasse dich durch. Okay. Alles im Lack? Das ist eine Bibliothek. Seid still, sonst hole ich Madame Pince. Wingardium Leviosa! Psst, seid still, sonst hole ich Madame Pince. Hi! Achtung, es bewegt sich wieder! Okay, ich würde sagen, an der Stelle, jetzt ist wirklich gut, weil ich finde die Atmosphäre wirklich schön gemacht. Ich finde das mit den Bildern toll. Ich finde das sogar an sich witzig mit dem Buch. Aber die Steuerung, ich kriege fast so einen Anfall wie bei World of Tanks, und das will was heißen. Es gibt wenig Spiele, bei denen ich dermaßen Wutanfälle kriege wie bei World of Tanks. Und diese Steuerung bringt einen echt in Rage. Das ist so ein Gehakel und Gefuddel und Gemache und Ungenaue. Also, Zumutung, grausam. Also wirklich, wie gesagt, schönes Spiel, schöne Atmosphäre, toll gemacht, aber die Steuerung ist zum Weglaufen. Das ist zum Weglaufen, Embryo-Stellung und Weinkrampf kriegen. Oder Wutanfall und den Bildschirm vom Notebook abtrete. Da der Notebook aber schweineteuer war, beschließe ich einfach an der Stelle Cut zu setzen und zu sagen, naja, für den Faktor gehen sie schief. Wir waren da, 3 Videos lang, ne, wir haben einiges gesehen. Wir können sagen, wenn man ein Gamepad hat und das hoffentlich auch supportet wird am PC und ansonsten das auf der Konsole hat, macht das bestimmt Spaß und vielleicht kriegt der eine oder andere mit, keine Ahnung, Yoga, Meditation, Drogen, jahrelange Übung, wahrscheinlich auch am PC diese Steuerung gebacken. Oder vielleicht hat man auch einfach einen extrem phlegmatischen oder fast schon lethargischen Geist, sodass einen nichts aufregt. Ja. Wenn man aber ein doch etwas emotional leicht stimulierender Mensch ist wie ich und vielleicht den einen oder anderen Wutanfall erleben könnte, dann sollte man das vielleicht lassen. Wie auch immer, ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt und hat mir Freude, also wie gesagt, bis auf die Steuerung hat es mir wirklich Freude gemacht. Ich bleibe bei meiner Aussage, von allen Harry Potter Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das der Teil, der mir am besten gefallen hat von dem ganzen System. Etwas weiter weg vom interaktiven Film, mehr tatsächlich selbst erforschen. Ich glaube, auf Dauer, wenn man mal alles gesehen hat, ja, aber ansonsten für einen Harry Potter Fan, ist es auf jeden Fall mal eine großartige Sache, hier rumzustreunern und sich selbst mal umzugucken, mit den Leuten und mit den Bildern so zu interagieren. Das ist bestimmt schon eine schöne Sache. Gut, wie auch immer, ich gehe jetzt irgendwas abschießen, ich muss mich nicht jetzt wegen dieser Steuerung mal abregen. Ich glaube, ich spiele jetzt mal eine Runde War Thunder. Ja, ich brauche jetzt mal irgendwas, wo ich mal rumballern kann. Ich wünsche euch was, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.